Willkommen, liebe Modellbahnfreunde, bei Xtreme24, Ihrer Einkaufswelt für Modellbahnen und Zubehör. Meine heutige Modellpräsentation beginne ich mal mit einer Artikelnummer. Und zwar 51910. Sagt dir nichts? Okay. Es ist ein Modell in Nenngröße H0, ist eine E-Lok in Ozeanblau-Beige, also eine Epoche 4-Lok, und hat die Baureihenbezeichnung BR140. Kommt aus dem Hause Pico und ist eine Expert-Lok. Und hier steht sie nun vor mir, die Butter- und Brot-Lok der DB, die Baureihe 140. Also der Lok-Klassiker schlechthin. Und den befreie ich jetzt erstmal aus der Verpackung. Die Pico-Lok, die Baureihe 140, kommt in der allgemein bekannten Verpackung von Pico mit hohem Wiedererkennungswert. Und hier unten steht dann auch Expert. Ja, packen wir sie aus. Zuerst muss diese Lok aus einem Kartonschuber befreit werden. Und dann sieht man eigentlich schon die Lokomotive verpackt in einem Kunststoffblister vor uns liegen. Das Objekt der Begierde. So, und das ist auch relativ einfach gemacht. Man hebt mit beiden Händen diesen Kunststoffblisterverpackung raus, so, beiseite gelegt. Und nun kann ich sie auch schon eigentlich aus der Lokomotive befreien. Dazu muss ich ganz einfach auch hier einen Kunststoffschuber entfernen. Und ich denke, dass diese Lok auch so in der Verpackungsart, wie man es auch von vielen Herstellern kennt, eigentlich eine recht optimale ist, um auch diese feine, filigrane Lok vor Beschädigungen zu schützen. Also ich finde, das ist schon völlig in Ordnung. So, wie geht es weiter? An der Seite hier dieser Lokomotive ziehe ich einfach wie so ein Verschluss nach oben und dann kann ich das schon aufklappen, diese Blisterverpackung. Hier oben in der Verpackung ist noch die sogenannten Zugriffsbeutel dabei. Ich mache den mal ab. Der ist ebenfalls dabei mit Luftschläuchen und ähnlichen Ausrüstungsteilen, die Sie also brauchen, um die Lok noch aufzurüsten. Ja, und dann kann man sie schon einfach rausnehmen und dann steht sie schon vor uns. Die Lok der Baureihe 140 von Pico. Jetzt können wir uns das Modell mal näher betrachten. Dieses Modell hier, die Baureihe 140 der Deutschen Bundesbahn mit der Artikelnummer 51910 und der Loknummer 140-080-3, ist eine Ausführung für das Zweileiter-Gleichstromsystem DCC mit einer PLAX 22 Digitalschnittstelle und digitalem Sounddecoder 5.1. Die Dachausrüstung ist hervorragend nachgebildet. Besonders gefallen die filigranen elektrischen Zuleitungen, Scherenstromabnehmer und Dachisolatoren in vorbildlicher Materialstärke. Die Bedruckung und Lackierung ist makellos und trennscharf ausgeführt. Die Drehgestelle sind scharf graviert und perfekt nachgebildet. Extra angesetzte Teile wie Griffstangen etc. runden den perfekten Gesamteindruck dieser Maschine ab. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, die Zugkraft. Wir setzen die Lok auf unser Testmodul und machen den Zugkrafttest. Mal sehen, was sie wegzieht. Und bevor ich die Lok ziehen lasse, habe ich natürlich auch noch das Gewicht ermittelt. Die Baureihe 140 bringt 461 Gramm auf die Waage. So, das Messgerät habe ich schon auf dem Modul angebracht und die Lok steht auf dem Gleis bereit,
Und jetzt kann sie eigentlich schon losziehen. Zuerst Zugkrafttest Ebene. Ich bringe jetzt noch den Zughaken an. So. Das Gerät steht auf Null. Das ist unser bekannter Newtonmeter. Das heißt also, wenn sie einen Newton zieht, dann schafft sie 102 Gramm in der Ebene. Und das ist schon ein recht guter Wert. Und ich hatte Ihnen ja auch schon bei den anderen Tests immer wieder gesagt, wir lassen es bei einem Newton, denn 102 Gramm sind umgerechnet, wenn die gezogen werden von einer Lok, umgerechnet 50 zweiachsige beziehungsweise 25, 26, je nach Zustand der Wagen, vierachsige Wagen. Und das ist, glaube ich, dann schon der Wert, den man auch auf der Anlage fahren könnte, aber meistens nicht kann, weil die Anlage zu klein ist. So, die Lok steht, ich fahre los. Muss jetzt dazu sagen, es wird jetzt ein bisschen Krach machen, das Ganze, weil ich habe hier ein Analog-Trafo dran und die Lok ist ja eine digitale Soundlok. Deswegen wird jetzt der Sound mit angehen, aber ich denke, das ist nicht ganz so schlimm. Wir probieren es ganz einfach mal. So, ich setze jetzt diese Lok in Bewegung. So. Sound geht an. Das heißt also, liebe Freunde, Sie können diese Lok als Analogmodell fahren, allerdings mit Sound. Lüfter fahren hoch. Ja, und dann lassen wir sie einfach mal losziehen. So, jetzt zieht sie los. Na? Ja. Ein Newton in der Ebene geschafft. Damit ist also auch der Beweis angetreten, dass diese Lokomotive diese 50 zweiachsigen Wagen, den theoretischen Wert muss ich jetzt immer dazu sagen, auch schafft. Wir werden es dann auch sehen beim Praxistest. So, nun fahre ich das Ganze mal zurück und jetzt werden wir das mal in der Steigung probieren. In der vorbildgerechten 3% Steigung. So, nun wird sie wieder ein bisschen Lärm machen. Moment. Ist auch gleich ganz schön, dass man das mitsehen kann. Zack. Also der Sound ist schon beeindruckend, muss ich dazu sagen. Was Pico da mit dem 5.1 Sound Decoder gemacht hat, ist schon ganz okay. So, dann halte ich sie an. Dann geht sie natürlich auch aus, wenn ich den Fahrregler zumache. Das ist der Nachteil, wenn man das Ding analog fährt. So. Nun wollen wir das Ganze in der Steigung machen. Ich habe wieder meinen berühmten Klotz und meine berühmte Markierung hier. So, jetzt werden wir das Ganze mal 3% anheben. So, das ist, ja stimmt, das ist jetzt diese normgerechte 3% Steigung. Und da bin ich mal gespannt, ob sie es auch macht. Also ein Newton in der Ebene hat sie gezogen. Das finde ich schon mal ganz große Klasse. Das sind rund 102 Gramm. So, wir fahren wieder los. Erst wird jetzt wieder mal ein bisschen der Sound angehen. Und jetzt zieht sie in der Steigung los. Ja, sie fängt schon an zu radieren. Sie sehen es, jetzt fängt sie an zu schleudern. Das heißt also, sie hat die 0,9 Newton in der Steigung geschafft. Also 0,9 Newton in der Steigung entspricht ca. 92 Gramm. Also das sind dann ca. 8-9 Gramm weniger,
als in der Ebene. Das ist ein Wert, den man durchaus vernachlässigen kann. Also in der Steigung der amtliche Wert 91,74 Gramm. So, lassen Sie mich noch mal kurz das Messergebnis auswerten. Um beispielsweise einen zweiachsigen Wagen in der Ebene in Bewegung zu setzen, sind ca. 2 Gramm nötig. Bei vierachsigen Wagen ca. 3 Gramm. Bei unserem Messergebnis also zieht diese Lok einen Zug mit 50 zweiachsigen Wagen in der Ebene und in der Steigung, in der normgerechten, sind es dann ca. 45 Wagen ohne Probleme. Ob Sie es dann zu Hause praktisch umsetzen können oder ob es Sinn macht, hängt natürlich von der Größe Ihrer Anlage ab. Fazit: Die Zugkraft in der Ebene wie auch in der Steigung gehen voll in Ordnung mit dieser Lok. So, liebe Freunde, nun stelle ich Ihnen einige ausgewählte digitalen Funktionen dieser Maschine vor. Es stehen insgesamt 28 Funktionen zur Verfügung. Mit F0 schalten wir die Lichtfunktion ein und diese Lichtfunktion, Dreispitzsignal Schlusslicht, funktionieren fahrtrichtungsabhängig. Mit F1, das Wichtigste, den Motorsound, den hatten wir ja gerade schon beim Zugtest gehört, aber jetzt nochmal in aller Ruhe. Also F1 Motor. Mit F2 bediene ich das Horn tief. Mit F3 Horn hoch. Mit F4 schalte ich die Führerstandsbeleuchtung. Und natürlich als letztes Beispiel habe ich mir noch die Funktion F11 Funk 1 ausgesucht. Lokführer Zug 67894 für Fahrdienstleiter. Fahrdienstleiter hört. Lok für Zug 67894 auf Abstellgleis 91 bereit zum Umsetzen auf Zug. Lok für Zug 67894 von Abstellgleis 91 über 17 auf 21 an Zug. Lok für Zug 67894 von Abstellgleis 91 über 17 auf 21 am Zug. Verstanden? Verstanden. So, das soll genügen. Das waren meine 6 ausgewählten Beispiele an digitalen Funktionen. Kommen wir jetzt zur nächsten Disziplin, dem Geschwindigkeitstest. Wir testen die Geschwindigkeit in der kleinsten, mittleren und größten Fahrstufe, also 1, 14 und 28. Das Original dieser Lok ist mit einer Geschwindigkeit von 100 bis 110 km/h unterwegs gewesen. Ich teste sie also auf 110 km/h. Mal sehen, wie gut diese Lok sich schlägt. Die Lok steht bereits auf der Teststrecke und die Post geht ab. Mit der Fahrstufe 1 setzt sich unsere Lok in Bewegung. Jetzt bin ich mal gespannt auf das Ergebnis. Oha, die Lok ist mit umgerechnet 1,5 km/h unterwegs. Also eine tadellose Abstimmung von Motor und Getriebe. Und weiter geht's mit der Fahrstufe 14. Als mittlere Geschwindigkeit.
Und da erreicht unsere Baureihe 140 eine Geschwindigkeit von nur 23,3 km/h. Also andere Testmodelle waren hier schon deutlich über 30 km/h unterwegs. Mal sehen, wie es weitergeht. Nämlich jetzt wird es ganz spannend. Das Original dieser Maschine, wie ich bereits erwähnt habe, ich sage es nochmal, zwischen 100 und 110 unterwegs. Wir testen sie auf 110. Was macht nun unser Testmodell mit der Fahrstufe 28? Oha, auch hier bleibt die Lok unterhalb der angegebenen Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h, ist mit 94,3, also rund 16 km/h langsamer. Ist ungewöhnlich, in der Regel sind die Loks immer ein Müh schneller. Ist aber kein Beinbruch, denke ich mal, denn die Messkurve zeigt auch, dass die Pico-Baureihe 140 vor allen Dingen auch in den unteren Geschwindigkeitsstufen homogen und sauber eingestellt ist. So, wer möchte, kann jetzt natürlich den der CV5 den Wert exakt auf 110 km/h ändern. Alles in allem kein schlechtes Ergebnis. So, jetzt kommen wir zum Praxistest, liebe Freunde. Wir setzen unsere Lok auf die Anlage und wir lassen sie wieder ziehen. Unseren berühmten Kesselwagenzug. Also 50 Wagen schafft sie theoretisch. Wir lassen sie aber wieder mit 40 Kesselwagen auf die Reise gehen. Und auch hier gilt wieder, Sie können jetzt einfach mitzählen, aber zur besseren Erfassung habe ich auch wieder meinen Zahlencounter eingebaut, der also nochmal das Ganze eindrucksvoll zeigt. Also auch mit dieser Lok kann man schon eine ganze Menge auf der Anlage wegziehen. So, liebe Freunde, lassen Sie mich noch mal kurz den Loktest bzw. die Lokpräsentation zusammenfassen. Dieses Modell hier bringt 461 Gramm auf die Waage, hat eine Plax 22 Schnittstelle. Angetrieben wird das Modell von einem fünfpoligen Motor, hat einen Kurzkupplungsschacht nach NEM 362 mit Kurzkupplungskinematik, hat 28 digital schaltbare Funktionen, zieht in der Ebene rund 102 Gramm. Das entspricht ca. 50 zweiachsigen oder 25 vierachsigen Wagen. Ja, und auch in der Steigung hat sie einen akzeptablen Messwert mit 92 Gramm erreicht. Das entspricht dann so ca. 45 zweiachsigen Wagen in der Steigung, normgerecht wohlgemerkt. Hat den Geschwindigkeitstest mit einer Abweichung von ca. 16 km/h zur Höchstgeschwindigkeit absolviert. Statt mit 110 war sie im Messergebnis mit 94,3 km/h unterwegs. Und diese Abweichung kann natürlich in der CV5 dann korrigiert werden. Alles in allem ist die Baureihe 140 von Pico ein technisch ausgereiftes, ja, und optisch perfekt nachgebildetes Modell, das für viel Spielspaß auch auf Ihrer Anlage sorgen wird.
Das war sie nun, meine Modellpräsentation der Pico Baureihe 140 mit der Artikelnummer 51910. Von diesem Modell haben wir bei Xtreme24 noch eine kleine Restmenge auf Lager, auch in DC-Analog-Ausführung. Werkzeitig ist dieses Modell bereits ausverkauft. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis: Auch auf unserer Website unter der Rubrik Angebote der Woche finden Sie eine Vielzahl an Modellen, wie zum Beispiel von Rocco oder Märklin, zu attraktiven Sonderkonditionen. Auch diese Modelle sind zum Teil werkseitig bereits vergriffen, also schnell sein oder stöbern lohnt sich in jedem Falle. Ja, und wenn Sie generell keine Neuheiten mehr verpassen wollen, empfehle ich Ihnen unseren kostenlosen Newsletter, denn dann erfahren Sie stets als Erster, was wir Neues für Sie im Angebot haben. Über ein Like und Kommentar auf unserem Kanal freuen wir uns natürlich auch immer. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal, Ihr Frank Buttig. Tschüss.